Glück auf Erden. Tief in uns Menschen sind unsere Urwünsche verborgen, die aus Liebe, Geborgenheit, dem Wunsch nach Nähe und Herzenswärme aus den Tagen unserer Entstehung im Mutterleib bestehen. Nie haben wir vergessen, wie sich all dies anfühlt. Mussten wir es einmal entbehren oder gar für eine lange Zeit, so drohte unsere Seele Schaden zu nehmen. All diese vorgenannten Dinge kennzeichnen auch eine innige Beziehung und erinnert uns daran, wie wir fühlten, als wir noch dieses kleine, unbeholfene Wesen waren. So ist es nicht verwunderlich, dass wir an einer solchen Beziehung festhalten wollen. Erst wenn gravierende Umstände eintreffen, die das Fortführen der Beziehung nicht mehr möglich machen, weil die vier Elemente Liebe, Geborgenheit, den Wunsch nach Nähe und Herzenswärme verflossen sind, tritt ein elementarer Schutzmechanismus bei uns ein, der das Loslassen beinhaltet. Eine Zweisamkeit, die beiden Partnern ermöglicht, sich auf hohem Niveau diese elementaren Lebensfreuden zu geben, ist das höchste Glück auf Erden. Nach diesem Glück habe ich immer gesucht und war auch bereit daran zu arbeiten, dass es besteht. Da es sich um zwei verschiedene Individuen handelt, ist jedes für sich imstande, über den Raum seines Selbst zu verfügen. So geschah es, dass das Loslassen nicht von meiner Seite initiiert wurde und allein blieb. Die Sehnsucht nach Zweisamkeit bestimmt mein Denken am Tag, und in der Nacht habe ich manchmal wunderschöne Träume, aus denen ich nicht erwachen möchte. Ich bin ein Mann, der alles an einer Frau liebt, das sich so andersartig von den Gepflogenheiten eines Mannes unterscheidet. Es ist die Art zu denken, die Art Gefühle auszudrücken, die Art sich über Dinge zu freuen, die einem Mann nicht so viel bedeuten, die Frequenz ihrer Stimme, ihr Lachen, die Art sich zu bewegen und die Art andere Dinge zu betrachten, die ein Mann interessant findet. Es ist der Geruch einer Frau, wie sie ihren Körper bewegt, ja die Art, wie sie einen Pullover anzieht. Es ist eine besondere Art der Sinnlichkeit, des Erspürens kleinster Details. Ach, ich könnte ewig so weiter schwelgen, aber das ist es unter der Prämisse der erwähnten Elemente, was mich hoffen lässt, es nach zwei gescheiterten Ehen noch einmal erleben zu dürfen. Hartmut Alt.